Hallo, hier ist die Wanni. Und hier der Janko. Und der Janko zeigt euch heute, wie man einen Elefantenfuß selber umtopfen kann. Du solltest folgendes Material zur Hand haben. Eine Unterlage wie Zeitung oder Karton, deinen Elefantenfuß, einen etwas größeren Innentopf, den passenden Außentopf, eine desinfizierte Gartenschere, es geht aber auch mit einem scharfen Messer, eine Gießkanne und natürlich frische Erde. Zuerst musst du den Elefantenfuß vorsichtig aus dem Topf nehmen. Du kannst den Topf leicht zusammendrücken und neigen, damit er sich einfacher vom Topf löst. Löse alle herumschlingenden Wurzeln vom Erdballen. Schneide sie zurück, bis sie wieder gerade und nicht im Kreis wachsen. Hat es schwarze, faule Wurzeln, schneide diese auch ab. Fülle eine Schicht frische Erde in den neuen Innentopf. Jetzt kannst du den Elefantenfuß mittig in den Topf stellen und rundherum mit Erde auffüllen. Achte dabei darauf, dass die Pflanze schön gerade im Topf steht. Du sollst die Erde gut andrücken und etwa 2 Finger breit Abstand zum Topfrand übrig lassen. Nach dem Umtopfen kannst du deinen Elefantenfuß schluckweise gießen, bis das Wasser aus den Löchern im Innentopf kommt. 10 Minuten abtropfen lassen, dann darfst du in den neuen Übertopf und tada, schon erledigt!